Ich habe das Beispiel vorher Occhio genannt. Gibt es ja noch so Hersteller auch wie Bocci. Die geben eine Liste raus, die meistens sehr veraltet ist. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Smartest Home zu dem Beitrag Designerleuchten DALI-fähig machen und die Dimmbarkeit überprüfen und überhaupt, was wollen wir, flackerfreie, stufenlose, in Anführungszeichen, Dimmung, das wollen wir herstellen. Was zeigen wir euch heute? Wir zeigen euch, wie man zum Beispiel so einen Deckenspot wie die Mawa Wittenberg 4.0, wie kann ich die an DALI anbinden? Wie kann man so eine Leuchte, so eine Individualleuchte, ne, das ist also wirklich im High-End-Bereich, würde ich schon sagen, angesiedelt. Das ist so eine Deckenaufbauleuchte, ähnlich auch wie hier die Mawa. Wie mache ich die dimmfähig? Ne? Oder wie kriege ich die überhaupt ins KNX-System integriert? Was haben wir hier? Wir haben hier hinten einen Testaufbau. Ne? Das ist immer so unser kleines mini-portables Büro, KNX-Testlabor-Büro, will ich mal sagen. Was haben wir hier hinten? Hier hinten haben wir zum Beispiel das DALI-Gateway, das MTT 3203. Und dann haben wir hier noch den Theben, also das ist das ganz große DALI-Gateway. Und dann haben wir hier den Theben-Dimmer, den DM8-2T. Warum haben wir den in dem Einsatz? Weil wir der Meinung sind, dass das momentan das Beste ist, was es am Markt gibt. Ne? Sowohl das DALI-Gateway als auch den konventionellen Dimmer für Phasenabschnittsdimmung, Phasenanschnittsdimmung, kann man ja vieles machen, kann man auch Kurven hinterlegen und so weiter. So, was haben wir hier noch? Wir haben euch jetzt mal gezeigt, hier ist die Room-Service-Leuchte, wir haben die Mawa Wittenberg, was habe ich hier hinten noch? Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, wir haben sehr viel auch Erfahrung mit den Occhio-Leuchten, ne? Ist heute nicht dabei, bringen wir vielleicht im anderen Beitrag, weil wir wollen euch jetzt mal hier so zeigen, Designer-Leuchten, wie man das Ganze dimmen kann. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Leuchte, die ich schon mal angesteckt habe hier an unserem Testaufbau. Das ist die Buli von Driso 21. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, der Name, aber es ist ein belgischer Hersteller, Driso 21. Und diese Buli mit ihrem Glaskörper, mit ihrer Lupe, die eine sehr gute definierte Ausleuchtung hat, und auch eine sehr gute Lichtausbeute hat und zudem auch noch ein schönes warmweißes Licht mit 2700 Kelvin Sitz hat. So, die kommt standardmäßig ohne DALI-Treiber oder überhaupt, da wird man gar nicht so informiert. Und das gleiche gilt auch für diese Leuchte. Ich bringe es vielleicht euch mal ein bisschen näher, dass man es so sehen kann. Diese Leuchte ist dafür da, dass ich jetzt in Treppenbereichen, in Aufgängen, dass ich hier so eine Nachtbeleuchtung habe. Eigentlich eine typische Nachtlichtleuchte. Brick in the Wall heißt der Hersteller, kommt auch aus Belgien meines Wissens und nennt sich Strip. Brick in the Wall, wie der Name sagt schon, man baut diese Leuchte also direkt in die Wand ein. Also der Stein in der Wand, Brick in the Wall. Ich stelle es jetzt nochmal hierher. So, was haben jetzt alle diese Leuchten gemeinsam? Wenn wir nicht drauf achten, die Leuchten lassen sich kaum in unser Smart Home, in unser KNX Smart Home, in unser DALI Smart Home integrieren, weil uns fehlt die entsprechende Technik, ne? die entsprechende Umsetzung. So, und wir fangen jetzt mal an bei der, ich würde mal sagen, wir fangen bei der Buli an. Was nehmen wir dazu? Dazu nehmen wir einen DALI-Treiber, ich habe es hier mal rausgesucht, ne? Das ist der aus Italien, der TCI Mini Jolly DALI. So, müssen wir mal gucken, dass hier der Fokus stimmt. Genau. Und dann seht ihr hier unten auch die einzelnen Anschlüsse. Ne? Man hat hier die normale einphasige Wechselspannung, den einphasigen Wechselspannungsanschluss, man hat den DALI-Anschluss, das als Eingang und dann hat man den Ausgang. Ne? Aus unserer Erfahrung funktioniert dieser TCI-Treiber bei sehr, sehr vielen LED-Leuchten ziemlich gut, was aber nie garantiert, dass es dann mit jeder Leuchte funktioniert. Wir haben es jetzt mal ausprobiert.
Wir haben jetzt mal die Triso 21 Bully genommen. Das zeigen wir euch jetzt gleich. Funktioniert das sehr gut mit Einfäden, Ausfäden, Dimmen, Dimmwerte anfahren und so weiter. Ne? Es geht ja darum, dass wir hier diesen DALI-Treiber hier an unserem DALI-Gateway, an den MDT-DALI-Gateway zum Laufen bekommen und dass man auch gescheit dann Helligkeiten anfahren kann, dass ich Einfäden, Ausfäden kann, in Szenen integrieren kann. Das kennt ihr alles, wer unseren Channel schaut. Ich will jetzt gar nicht hier so tief ausholen, sondern heute geht es uns wirklich um ganz spezielle Leuchten, wo kein DALI-Treiber dabei ist. Und vielleicht noch mal zur Information, wenn man jetzt die Bully hier so kauft, ja, die wirklich ein schickes, schönes Licht erzeugt, die dann auch hier in der Decke, ne, ihr müsst euch das vorstellen, die ist bündig, oben kann man sie in die Decke integrieren und die hat einfach eine sehr, sehr schöne Optik. Ne? Vielleicht zeige ich euch das nochmal hier. Hier, die sieht auch von der Seite, finde ich, die total interessant aus, weil das dieser Lupenglaskörper ist. Ne? Wird auch sehr heiß, ne? ihr seht ja hier, wir haben ja hinten so einen Kühlkörper. Ne? Ich zeige euch das vielleicht nochmal von der Nähe, wenn wir dann soweit sind. So, und die wird standardmäßig hier mit so einem Trafo ausgeliefert. Ne? Vielleicht zeigen wir euch das mal hier. Typisch. Bringt uns gar nicht weiter. Ne? Meine Message an euch, gar nicht erst mitkaufen sowas oder mitbestellen, sondern gleich hier den TCI DALI-Treiber mitnehmen. So, und jetzt testen wir das Ganze mal. Also dieser TCI Mini Jolly DALI, der funktioniert mit der Brick in the Wall, der funktioniert mit der Bully und der funktioniert auch sehr gut, hier habe ich ihn schon mal angebracht, funktioniert sehr gut mit der Mawa, ne, mit der Mawa Wittenberg 4.0. Wie gesagt, momentan unter den ganzen Spots, die es so am Markt gibt, kann der recht viel, gibt es auch als Dim-to-Warm-Variante. Jetzt schaue ich mal, dass ich euch mal die Dim-to-Warm-Variante zeige. Hier haben wir es auch schon. Ne? Das ist die Dim-to-Warm-Variante. Und ihr seht auch, also eine hohe Effizienz besitzt diese Leuchte. Ne? Und ich finde es ja auch so vom Ganzen her. Man kann die ja dann auch hier noch in der Neigung verändern. Gibt es in verschiedenen Farben, gibt es auch glänzend, gibt es in Gold oder gibt es dann so wie hier die Room Service, gibt es in messigen Farben, würde ich mal sagen. Ne? Das ist, wie gesagt, eine Spezialanfertigung einer Leuchte von euch, die wir auch hier in dem Test haben. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie das hier mit der Dimmung funktioniert. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt hier oben an dem Taster, ne, wie ihr seht, können wir das starten. Oder am Gateway selbst direkt. Ne? Ich mache es jetzt am Gateway selbst. Und da seht ihr auch, wie man das hier so schön ein- und ausfäden kann. Das Ganze kann man hier nochmal zeigen. Ich glaube, das sieht man hier an der schwarzen Wand ziemlich gut. Ne? Also wie ganz soft ich will hier ein- und ausfäden. Ich, wie gesagt, der Einfachheit halber drücke ich jetzt hier am DALI-Gateway selber. Ne? Die Dimmbarkeit von dieser Bully ist super gegeben, ne? Dieses Ein- und Ausfäden. Und selbstverständlich kann ich jetzt auch hier jeden Helligkeitswert anfahren. Also was ich hier natürlich merke, es wird ziemlich heiß, ne? die haben ordentlich Leistung in die Leuchten. Damit haben wir hier jetzt diese Bully von Triso 21 in DALI integriert und wir können sie von unserem KNX in Szenen, in Gruppen integrieren und dann passt das alles. Also die Leuchte wird in der Wand vollkommen integriert sein. Ne? So, und die ist ja mehr so wirklich ganz für die indirekte Beleuchtung, hat man oft so im Treppenbereich, im Flurbereich. Und was ihr hier gut sehen könnt, ne? Also wenn man hier ein- und ausschaltet, ist es nicht ganz flackerfrei. Ne? Vor allen Dingen so am Anfang und am Ende. Aber für mich ist es noch okay. Ne? Gerade im Anbetracht der Leuchte, dass die jetzt nicht irgendwie direkt als Spot eingesetzt wird oder als Pendelleuchte, was auch immer, sondern da wird man kaum mit so ein- und ausschalten, ne? Was man jetzt hier so nochmal so sieht. Es ist trotzdem eine wunderschöne Leuchte und also kann man schon sagen, ist in Ordnung. Ne? Und
die ist halt so beim Einschalten, beim Einfäden, ne? Das ist natürlich schon die höchste Disziplin bei den Leuchten, dass das wirklich stufenlos geht. Das ist halt bei der hier nicht ganz gegeben. Eingesetzt haben wir jetzt hier wieder diesen TCI Mini Jolly Dali. Was ich noch sagen muss dazu sagen will, man kann hier über diese Dip-Schalter, die ihr da seht, da kann ich dann die verschiedenen Leistungen einstellen. Auf was weiß ich, 8 Watt, das geht eben dann hoch bis 20 Watt, 15 Watt, da gibt es auch Maxi Jolly Dali, wie auch immer, oder Double, keine Ahnung. Da gibt es verschiedene Varianten, wenn man sich mit diesem Dali-Treiber dann mal beschäftigt. Also zusammenfassend, die Strip Brick in the Wall finde ich eine sehr schöne Leuchte, wenn ich indirektes Licht haben will, direkt aus der Wand, Licht, was aus der Wand rauskommt. Und da kann man jetzt mal so dieses Ein- und Ausfäden, kann man außen vor lassen. Jetzt schalte ich sie mal ein. Also das ist die Dim-to-Warm-Variante, das sieht man, glaube ich, auch sehr, sehr gut hier. Und hier kommt ordentlich Licht raus. Und ich halte das Ganze nochmal hier hin, ne? Das sieht so. Das sieht wirklich sehr gut aus. Und man könnte jetzt hier jeden Helligkeitswert oder Weißwert, das ist ja eigentlich ein Kelvinwert, den könnten wir jetzt hier jederzeit anfangen. Ne? Also Dim-to-Warm-Variante Mawa Wittenberg 4.0 mit dem TCI Mini Jolly Dali jetzt von uns hier angesteuert. Ja, also hier kommt wirklich das meiste Licht von allen Leuchten, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, raus. Was man auch merkt, dass das ziemlich heiß wird hier. Ne? Hat auch hinten einen integrierten Kühlkörper. Und von allen jetzt gezeigten, euch gezeigten, also Designerleuchten, wenn man jetzt mal die Brick in the Wall nimmt, wenn man mal die Triso 21 nimmt, ist die Mawa die beste Leuchte. Ne? Mit Abstand die beste Leuchte, ist einfach von der Ausbeute her, soviel ich weiß, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das sehr gut passend. Lässt sich optimal integrieren. Die gibt es ja noch, auch noch als eine ganz normale Variante. Das ist jetzt hier Dim to Warm, 1850 bis 3100 Kelvin. So, meine Damen und Herren, das war jetzt mal ein Beitrag zum Thema Dimmen von Designerleuchten. Und unsere Empfehlung ist letztendlich, es immer zu überprüfen, besser überhaupt zu überprüfen, entweder wie wir es machen, vorher zu testen, welcher Dali-Treiber funktioniert mit der Leuchte. Muss natürlich auch passen. So, und was wir noch zum Schluss haben, kann ich euch sagen, diese Leuchte hier, diese Room-Service-Leuchte nennt sie sich, also das ist so eine Deckenaufbauleuchte, und da könnt ihr mal sehen, also das Licht, was hier rauskommt, das ist auch okay, ne? So, man sieht vielleicht hier so ein bisschen das 50 Hertz Flackern bei der Leuchte, was man so normal gar nicht so sieht. So ein bisschen so. Also die kriegt man nicht mit Dali gedimmt, sondern diese Leuchte kriegt man dann über den Tebendimmer, KNX-Dimmer, kriegt man dann phasenabschnittsgedimmt. Ist nicht ganz so flackerfrei, wie man es sich vorstellt, ne, muss man sagen. Für mich ist es immer noch gut, okay. Und sieht halt schön aus, die Leuchte. Ist sehr hochwertig, ist auch ganz schwer. Ist so eine Deckenaufbauleuchte. Ne? Braucht von vornherein 230 Volt. Ne? Also kann man vielleicht auch nochmal zeigen, wie das innen hier aussieht. Ne? Das sieht eigentlich aus, wie als würde es eine Halogenfassung sein. Ne? Vielleicht zeige ich euch das auch nochmal so von der Nähe. So. Und diese Leuchte dimmt man am besten mit einem Phasenabschnittsdimmer. Ja, das war ein Beitrag zum Thema Dali-fähig machen von Designerleuchten, wo man oft gar nicht so richtig weiß, was gibt es dazu. Meine Empfehlung immer wieder, erstmal beim Hersteller nachfragen. Ich habe das Beispiel vorher Occhio genannt. Gibt es ja noch so Hersteller auch wie Bocci. Die geben eine Liste raus, die meistens sehr veraltet ist. Ne? Also das sind dann Komponenten, wo ihr auch sagen würdet, naja, die gab es mal vor 10 Jahren vielleicht. Aber damit haben die Hersteller das getestet und die sind sehr zurückhaltend, was so die Dali-Fähigkeit anbelangt.
weil die haben oft eigene Lösungen. Wir würden immer wieder raten, wenn ihr die Beleuchtung in eurem Gebäude, ob es jetzt ein älteres Gebäude ist, was ihr renoviert, saniert oder ob es ein Neubau ist und ihr habt jetzt besondere Wünsche an die Form, an das Design, testet die DALI-Fähigkeit oder schaut euch an, dass euch vielleicht eine Phasenabschnittsdämmung, wenn man jetzt so einen Standard-Basisdämmer nimmt, ob euch das ausreicht. Ne? Und ansonsten würde ich halt sagen, ein und aus bei einer Leuchte würde mir heute nicht mehr ausreichen. Also das wäre mir einfach zu wenig. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Ich freue mich auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und ihr könnt schon sehr, sehr gespannt sein. In den nächsten Folgen zeigen wir, wie es Schritt für Schritt mit unserem Hausbau am Starnberger See vorangeht. KNX Smart Home ist ja klar. Und es gab eine ganze, ganze Menge von Unzulänglichkeiten, von Problemen, die wir hier überwinden mussten und müssen und von Schwierigkeiten. Und das sind wahrscheinlich auch Dinge, auch die ihr kennt. Und vielleicht sind es auch Dinge, die ihr nicht kennt. Wir zeigen euch jedenfalls alles im Detail, wie Schritt für Schritt so ein KNX Smart Home entsteht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.